Wie funktioniert die Einkommensanrechnung an die Witwenrente? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben fünf Schritte, wie die Einkommensanrechnung funktioniert, ganz kurz im Überblick. Erstens, wir prüfen, ob überhaupt anrechenbares Einkommen auf die Witwenrente oder Witwerrente vorliegt. Ist das der Fall, kommt der zweite Schritt. Wir bereinigen dieses Einkommen. Das heißt also zum Beispiel bei einer Rente, wir ziehen 14 oder 13% von der Altersrente ab. Dann kommt der dritte Schritt, liegt dann das bereinigte Einkommen vor, gucken wir, ob das bereinigte Einkommen unterhalb oder über der gesetzlichen Freigrenze, zum Beispiel jetzt in Westdeutschland, von 872,52 Euro monatlich liegt. Ist das der Fall, gehen wir zum vierten Schritt und müssen dann schlicht und ergreifend den Mehrbetrag, der über dieser Freigrenze liegt, zu 40% an die Witwenrente anrechnen. Fünfter Schritt, dann wird dieser Betrag aus den 40% von der Witwenrente abgezogen. So funktioniert schematisch die Einkommensanrechnung bei einer Witwen- oder Witwerrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und mit Ihrer Witwenrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.